Wow, almost lost weight. Clear. Ist das Schreier? Frenchie Cannon. Okay. Naja, das war ja nicht ganz. Das war nur einer. Da haben wir's. Wow, almost lost weight. Ja, das begeistert mich Bob nicht so. Alles geht bei dem über diese Steps, das mag ich nicht wirklich. Ich werde mal einen anderen Charakter nehmen. Kann man da verlassen, sogar kann man keine Charaktere wechseln. Ich will einen Charakter haben, der wirklich schnell ist. Okay. Trial. Wen nehmen wir denn da? Was ist denn mit Law? Schnelligkeits-Gems. Guck mal, was der so drauf hat. Der müsste auf jeden Fall schnell sein. Shin Crusher. Okay. Nach vorne, Schritt nach unten, Lightkick. Okay. Slide kick. Medium kick, okay. Open your soul to the battle. Das ist schon mal ziemlich leicht. Dragon's Tail, nach vorne, nach hinten, Medium. Okay. Open your soul to the battle. Dragon Charge und Cloud Gates. Ich glaube, wir müssen gar nicht nach vorne gehen. Ich glaube, das ist nur die Bewegung. Das ist einmal Halbkreis nach hinten und Punch und dann nach vorne Punch. Ja, da war's. Wow. Open your soul to the battle. Clear. Somersault Kick. Okay. Nice Kick. Erster Schlag. Wow! Jetzt hat er geblockt. Ah, da kommt er aber nicht ein Stück nach vorne. Er bleibt auf der Stelle stehen. Wow. Also, Law finde ich schon mal ziemlich cool. Das ist jetzt nach vorne. Hab ich gerade ja gemacht. Trial-Experte. Open your soul to the battle. Nächster Trial. Shaolin Spin Kicks. Schnell sind immer super. Auch ganz einfach. Open your soul to the battle. Nächster Trial. Junkyard Soul. Das müsste sein Special sein. Müsste hier sein. Da haben wir ihn. Er blockt leider alles. Oh, boom. Oh mein Gott. Geil. Er ist sogar von der Wand abgeprallt. Vielleicht kann man seinen Partner reinholen und dann nochmal was. Strength Rush Combo. Da kommen wir endlich zu den Combos. Nach hinten Medium. Medium Light. Und dann nach unten Medium Kick. Also Medium Light. Ne, so. Okay. So. So bist du gewesen sein, oder? Medium. Punch. Light Kick. Und nach unten Medium Kick. Nee.
Ah, ich habe nach hinten gedrückt, nicht nach unten. Da haben wir's. Open your soul to the battle. Okay, was haben wir da? Nur das? Hocken, Mittelschlag. Oh, das hatte ich schon in Street Fighter, daran kann ich mich erinnern. Man kann zweimal da treffen, aber das Timing ist echt so super beschissen. Da haben wir's. Da kommt es einfach nur auf das richtige Timing an. Ich habe es in Street Fighter damals wirklich fast nie hinbekommen. Leichter Tritt, leichter Schlag. Ach so, stehen und dann hocken. Nee. Da haben wir's. Open your soul to the battle. Da haben wir noch mehr. Alles in Hocken, Medium, Light, Tritt, alles Dritte. Wow, das soll man wirklich schaffen. Hocken, Medium, Tritt, fangen wir an. Ja, das könnte gehen. Mal zwei wenigstens hinbekommen. Na, wie gesagt, das Timing ist ja entscheidend. Ich könnte von Light in Medium gehen. Da haben wir noch Medium Heavy. Ja, das kann man sogar kombinieren. Aber Medium in Light? Ne. Erstmal. Kann man nicht in nächstes? Ja, kann man. Okay, jetzt kommen wir zu den etwas fortgeschritteneren Kombos. Springen, Heavy Schlag, stehen, Heavy Schlag. Wow, okay. Ist ja aber schon in der Luft drin. Okay, die beiden hätten wir. Alter Schwede! Open your soul to the battle. War relativ einfach. Knuckle Rush, Hocken Heavy Schlag, Shaolin Spin Kicks. Das ist Medium Medium. Ah, die Kombo kennen wir aus Tekken. Dann Hocken Heavy Schlag. Okay. Jo, das geht sogar. Ich hab gedacht, man trifft den danach gar nicht. Dann noch Shaolin Spin Kicks. Kurz angucken. Hocken Heavy Schlag einfach nur. Ah, die Shaolin Spin Kicks kriege ich danach nicht hin. Timing ist wieder super entscheidend. Ah, nicht blocken. Soll man dann denn. Boah, verstehe ich gar nicht, wie man die Spin Kicks danach hinkriegen soll. Ne, also ich krieg die Spin-Kicks danach unmöglich hin. Vielleicht muss ich ein bisschen warten, vielleicht mache ich es einfach zu schnell. Ich guck mal kurz, wie viel Zeit ich danach habe. Ja,
hat man wirklich eine Menge Zeit. Ich kann ja schlecht treten, wenn er liegt. Kriegt das Timing da nicht hin. Machen wir einfach das nächste. Alles eine Sache der Übung. Was haben wir denn hier? Light. Nach hinten, Medium. Light. Also Light nach hinten, Medium. Das letzte war Light Kick. Das ist das Left, Right Knee. Und dann wieder hocken, dann Junkyard Soul. In den Special sogar rein. Special war der dritte, genau. Damals. Ich kann sogar die ganze Zeit dabei nach hinten drücken. Okay, nicht wirklich. Nach hinten Medium. Okay. Hocken und dann Mediumschlag. Das soll man dann in Junkyard Soul machen. Meine Güte. Medium. Wow, wie sollen da Hocken Medium treffen? Trifft tatsächlich, zweimal sogar. Muss nur so richtig schnell hintereinander ausgeführt werden. Trifft's? Ne, bisschen zu spät. Jetzt könnte es treffen. Ah, knappe Sache. Zu spät. Ah, immer zu spät. So. Oh, ich mach das doch direkt danach. Kann ja nicht wahr sein. Dann mache ich alles richtig. Ja, endlich. Ziemlich viel Schaden. Clear. Wow, jetzt wird's interessant. Medium Punch, Light und Medium Kick. Also. So. Dann wieder hocken. Medium Tritt. Okay, bis dein Name was. Dann Dragon Charge. Mal gucken, ob man das schon kombinieren kann. Dragon Charge und dann Punch Kick. Ja, kann man schon. Das ist echt eine krasse Sache. Ich muss euch wirklich sagen, die Kombos sind relativ leicht eigentlich. Ich muss es nur ein bisschen mehr üben. Medium, Light. Bock, bock, bock. Bock, bock, bock. Und dann noch Dragon Charge. Ich krieg ja so schon keinen Dragon Charge danach hin. Die Kombo ist aber wirklich nett.